der große Peter Gabriel. Und jetzt komme ich zu einem Gast. Am Schluss ist ja mal der bunte Gast bei uns. Das sind die großen Stars, auf den ich besonders freue. Ich wollte Sie schon immer interviewen. Ich kenne Sie relativ gut. Es kam nie dazu. Aber heute ist der Tag, wo ich diese Dame interviewen darf. Eine große Künstlerin, die ich sehr verehre, meine Damen und Herren. Patricia Schäfer, die heute hier. Gerne, was für eine Anmoderation. Ja. Großartig. Ja, manche Dinge erfährt man von dir erst nach 11 Jahren. Ja, so ist das einfach. Das hat natürlich auch einen Grund, darum wir beide, Frau Schäfer, warum ich mit Ihnen reden darf. Ja. Denn Sie sind ja auf einem Floß unterwegs gewesen. Sie waren auf großer Reise. Warum ein Floß? Ich meine, heutzutage gibt es Motorboote, es gibt Yachten, es gibt Kreuzfahrtschiffe. Warum ein Floß? Ja, weil das natürlich das richtige Abenteuer dann erst ist. Ja? Und haben wir nicht alle Huckleberry Finn und Tom Sawyer als Kinder bewundert und wollten auch wie Piraten auf den Sandbänken des Mississippi leben? Und die Chance hatte ich dann. Na, da sage ich doch nicht nein. Wie kam es denn zu dieser Idee überhaupt? Tom Sawyer, Huckleberry Finn, der Mississippi, ein Floß? Also das war eine Idee, die entstanden ist von, auf Seiten von Dreisat und der Produktionsfirma Monster Movies. Die haben zusammengesessen und haben sich überlegt, Mensch, wir haben schon mal so eine ähnliche Reise gemacht, jetzt könnten wir wieder sowas machen. Und Mark Twain hat ja 100. Todestag im April. Und da dachten wir, ja, dann verbinden wir das. So eine Reise und auch ein Blick, ein anderer Blick, eine ganz interessante Perspektive auf den amerikanischen Süden, vom Fluss aus. Die hat nämlich sonst keiner. Aber Patricia, der Missouri, Mississippi ist lang, 2000 Kilometer. Ich weiß, du bist sehr sportlich. Das ist noch länger. Wir haben nur 2000 davon gemacht. Du hast kernige Oberarme. Du kannst nicht alleine gerudert sein. Mit wem warst du unterwegs? Eine ganze Filmcrew und Flussguides. Also man kann ohne wirklich Leute, die sich da auskennen, nicht unterwegs sein. Dazu ist die Strömung zu stark. Dazu gibt es zu viele Strudel auch. Und man gerät immer so auch die in ganze Stürme Zeit? Die ganze Zeit. 8 Stunden so? Am Tag. Volker Strübing war dabei, Schriftsteller aus Berlin. Wir beide waren das ungleiche Paar auf diesem Floß. Also die Helden sozusagen. Einer, der eigentlich lieber mit dem Notizbuch im Café sitzt und ich die so eine Studioprimel, ne, aus dem Fernsehen. Eine Studioprimel? Ja. Okay. Wir haben uns beide auf dieses Abenteuer begeben und ja, man kann dann gucken, wie diese zwei Stadtmenschen sich schlagen. Habt euch auch gestritten? In der freien Wildbahn. So wie wir beide uns immer streiten? 5 Wochen, ja ungefähr so. Sich vertragen, sich mal auch mal sagen, okay, ich springe jetzt ins Wasser, ich will jetzt nichts mehr wissen von dir. Das gab es natürlich auch. Ein ganzes Filmteam, eine Kamerafrau, ein Tonmann, ein Tonassistent, Kameraassistent und eben die ganzen Leute, die für die Produktion noch dabei sind. Man denkt immer, kann doch nicht sein, dass da 15 Leute nötig sind, um so einen Film zu produzieren. Jetzt haben wir so viel geredet, wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Ein mutiges Unternehmen. Zwei Stadtmenschen, Patricia Schäfer und Schriftsteller Volker Strübing, begeben sich, ohne sich groß zu kennen, auf eine spannende Flussreise. Na Volker, meinst du, wir kommen miteinander klar? Gucken. Zumindest steht es so im Drehbuch. 2000 Kilometer von St. Louis nach New Orleans legen sie auf dem Wasser zurück. Sengende Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und viel körperlicher Einsatz. So sieht das Leben auf dem Floß aus. Ein Sprung ins Wasser bringt kurzzeitige Abkühlung. Aber nur dort, wo es keine hungrigen Mitschwimmer gibt. Sieht ein bisschen aus wie im Spreewald. Aber man passt besser auf, nicht ins Wasser zu fallen. Bei ihren Landausflügen sammeln die beiden erstaunliche Eindrücke. Der amerikanische Traum der Freiheit ist allgegenwärtig. Waffenshops sind hier ganz selbstverständlich. Sehr entspannt dagegen Patricias Stunden mit echten Südstaaten-Schönheiten, den lasziven Memphis Showgirls. Die Tage auf dem Holzfloß fließen gemächlich dahin. Camping und Lagerfeuerromantik gehören dazu. Nur die Moskitos nerven. 26, 127, 128. Und so geht es weiter auf Mark Twains Spuren Richtung Süden bis nach New Orleans. Mein Gott, das sind Bilder. War immer so schönes Wetter? Ja, also als wir losgefahren sind, war es zum Beispiel noch so. Aber eine halbe Stunde später hat uns bereits der erste Sturm erwischt. Das war echt krass. Zwei richtige fette Stürme. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet, wollen wir die mal zeigen? Ja? Das war der ganz schlimme Sturm. Das wäre fast ein Tornado geworden. Und das war der eine halbe Stunde nach dem Ablegen, wo wir unter einer großen Brücke dann Zuflucht gesucht haben, weil das Floß einfach nicht mehr zu manövrieren war. Und da hatten wir richtig Glück, hat unser Kapitän dann hinterher gesagt, weil wir da im Wasser stehen konnten. Da war der Fluss niedrig genug. Und ja, so haben wir das überhaupt dann hingekriegt. Seid ihr geschwommen? Und ich habe da so einen Alligator gesehen. Ich meine, hat er schon gefrühstückt oder hast du nicht Angst davon? Der hatte wohl schon gefrühstückt. Man hat da echt Respekt. Also kommst dir vor wie Indiana Jones irgendwie. Aber die Krokodile sind nicht im Fluss unterwegs, weil da ist wirklich so wie in einer Gegenstromanlage. Da ist richtig heftig. Das ist denen zu ungemütlich. Patricia, du bist eine Großstadtpflanze, 5 Wochen Mississippi. Da Mississippi, hier gibt es die Spree, beide Flüsse sind braun. Sag mir den Unterschied zwischen den beiden.
Mississippi ist mehr Abenteuer. Sandbänke, Leben wie Huckleberry Finn, das ist was anderes. Vor allem haben wir ja dann auch noch Leute getroffen am Ufer. Mhm. Hier wüsste ich so ungefähr, was auf mich zukommt. Aber da dann in so einem Waffenshop drin zu sein in Vicksburg, wo es keinen Schuster gibt und keinen Bäcker, aber 5 Waffenläden und dir dann erzählen zu lassen, warum du 100 Waffen im Schrank haben sollst und warum dein Pudel auch zur Maniküre gehen sollte. Pudel zur Maniküre? Ja, okay. Das war dann doch echt spannend. Sag mir, wann sehen wir dieses Wunderwerk? Am Osterwochenende, gleich an 3 Abenden hintereinander. Am Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag jeweils 20.15 Uhr in Dreisat. Auf Dreisat, da Mr. Mississippi, Patricia Schäfer und Volker Strübing. Kann man das sehen? Nicht Ice Age gucken und auch nicht kein Ohrhasen. Mr. Mississippi, das haben Sie noch nicht gesehen. Ja? Wir wünschen Ihnen was. Bis morgen. Ja. Samstag, Ostermontag, so ist das.